Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, es ist Ostern, Tage der Auferstehung, der Freude, des Sieges Christi über Sünde, Tod und die Mächte der Finsternis. Ruth-Marc Kramer hat uns folgende Sätze dazu geschenkt. Wenn die Tränen fließen und die Traurigkeit der Enttäuschung uns fast besiegt, dann stehst du plötzlich im Garten des Todes und hauchst uns neues, verheißenes Leben zu. Dann sind die Wundmale des Todes gewandelt in Siegeszeichen der Auferstehung. Nicht nur für dich, auch für uns. Verlassenheit wird zur Freude. Du lebst und auch wir leben. Segenswünsche voll Heil, Freude und Zuversicht mögen Sie begleiten. Durch diese Osterzeit möge Herz und Angesicht füllen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.